Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel Wolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir Xemnas, Datak Xemnas erledigt und jetzt sind wir hier in Schloss Disney, wo die Musik fröhlich ist und wir super geile Laune haben. Bis jetzt. Weil wir gehen jetzt da rein. Übrigens, das hier wird der letzte Part von Kingdom Hearts 2 Final Mix und ich nehme das hier am 29.12. auf und werde das wahrscheinlich am 31.12. hochladen. In dem Moment, in dem ich dieses Video aufnehme, ist schon der Kampf gegen Roxas oben und Xemnas kommt morgen, das ist dann Freitag. Und am Samstag, also am Tag von Neujahr, kommt dann dieser Part, egal wie lange dieser Part sein wird. Und ja, wenn euch das Video übrigens gefällt, könnt ihr ein Like, ein Kommentar, ein Abo oder sonst irgendwas hinterlassen, um diesen Kanal weiter zu helfen. Das würde mich sehr freuen. Einmal letztes Mal Skateboarden. Ich habe offscreen hier bei einigen Charakteren von den Organisation 13 Typen hier diese ganzen Items hier gefahren. Und zwar Kraftbolzen, Schutzengel und Magiesphäre. Meine Werte ein bisschen zu erhöhen. Das Blöde ist allerdings, ich habe später erst herausgefunden, dass die Werte alle überhaupt keinen Sinn machen mehr ab, weiß ich nicht, 80 oder so. Irgendwie ein Video habe ich davon gesehen, so ein Typ hat irgendwie bewiesen, dass diese Werte überhaupt keinen Unterschied machen. Er hat irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube gegen den Boss, gegen den wir jetzt antreten, ausprobiert, wie viel Schaden der macht mit Maximalwerten und mit weiß ich nicht, 80, wenn alle Sachen auf 80 sind. Er hat alles genau gleich abgezogen. Und ja, das ist ein bisschen doof. Ja, eine Cutscene hat man hier leider verpasst. Das war, weil ich hier auf Screen schon vor langer Zeit hier ein bisschen Gegenstände farmen musste im Schloss, im Fluss der Nostalgie. Und ja, da wurde die Cutscene leider ausgelöst. Konnte ich euch leider nicht mehr zeigen. Was hier eigentlich passiert ist, ist, Chip und Chap haben gesagt, oh, da ist so ein komisches Ding aufgekommen, das sollten wir uns mal angucken. Und jetzt gehen wir da rein und stellen uns dem letzten Boss und dem wahrscheinlich schwierigsten Bosskampf in ganz Kingdom Hearts. Und ja, auch stärker als der im Birth by Sleep. Weil gegen dem gibt es eine idiotensichere Strategie. Hier allerdings nicht. Ich habe ein bisschen so Probekämpfe gemacht vor einer Woche oder so, um mich ein bisschen vorzubereiten. Aber selbst damit glaube ich nicht, dass das wird. Ich habe übrigens 8 Elixiere und so ausgerüstet, weil warum nicht? Werde ich brauchen, wenn ich die jetzt nicht einsetze, wann dann nicht. Hey, was haben wir denn hier? Scheint ein Portal zu sein. Wohin es wohl führt? Da gehe ich lieber nicht durch. Die Neugier siegt. Ich gehe durch. Ja. Machen wir uns auf zu unserem Verhängnis. Je nachdem, wie ich mich anstelle, kann das ein sehr kurzer oder ein sehr kurzer, ein sehr, sehr langer Part sein. Wir sind in einer komischen Wüste. Eigentlich Wüste Ödland. Da wartet jemand. Oder etwas. Oh Gott. Wenn. Soll ich das lesen? Nee, ne. Ihr könnt lesen, oder? Ich bin. Mein Name ist Sora. Wer spricht mit mir? Was meinst du? Xehanort. Der Name sagt uns doch was. Das klang sehr wütend, wie er es gesagt hat. Habt ihr das gehört? Und ja, wie gesagt, der stärkste Boss in ganz Kingdom Hearts. Der verbleibende Wille. Oder Lingering Will und Enigmatic Soldier, wie auch immer. Und ja, das wird heftig. Das wird nicht gut. Das wird wehtun. Und er fängt damit an. So.
Gute ist, der lässt sich immer schön hier weich kloppen und der fängt mit sowas an. Oh Gott. So, jetzt muss ich ja so ähnliches machen wie mit Dingens. Wie ist der Typ mit den Karten nochmal? Ich vergesse immer den seinen Namen. Und solange der das hier mal macht, ist das eigentlich schlecht, weil das kann man einfach abblocken und zurückschleudern. Ich weiß nicht mehr, wie viel Kombos ich bei ihm machen kann. Nochmal drei gehen sogar. Vier gehen sogar. Okay, drei. Weil der Angriff, und der setzt sehr auf den Angriff ein, was gut ist, weil der ist noch gut abzuwehren. Ja, wenn er mit diesem Bogen hier ankommt, dann... Au. Ja, der setzt auf diesen Bogen ein, ja, wenn er ihn einmal einsetzt. Da muss ich mal im richtigen Moment X drücken. Er flog und der setzt immer noch das hier an. Wow, ich bin da durchgerollt. Jetzt macht er zum ersten Mal das hier, da kann man einfach abblocken. Komm, sehr gut. Er sollte eigentlich nicht das machen. So, der Trick ist immer, man kann den Typen treffen, wenn er auf dem Boden landet. Und ja, ich wusste, das kommt. Davon möchte ich nicht getroffen werden. Das ist ja wahrscheinlich der nervigste Angriff von allen. Dann werden nämlich entweder Angriff oder Magie geblockt. Ja, und ja, genauso. Was wurde geblockt? Ich glaube Magie, ne? Der Angriff. Blöde, ich habe jetzt keine Magie. So, Blitze. Ja, verdammt, der Dreck. Ja, meine Elixiere, die werden hier sehr oft verbraucht. Ja, komm. So, ich kann nur Magie einsetzen, deswegen machen wir halt auch. So, der Trick ist ja immer, wenn er am Boden landet, können wir den treffen. Aber zwischendurch müssen wir uns mit seinen verdammten Angriffen hier befassen. Bis jetzt ist er noch nicht schwer. Immer so der Mittelteil, der mich fertig macht. Also das ist sozusagen der einzige Moment, in dem wir ihn treffen können, wenn er am Boden ist. Okay, der ist sehr chillig bisher. Ich bin überrascht. Mal so. Au, nicht so. Jetzt kommt er mit den Sachen. Davon kannst du wegfliegen. Nee, gegen die Berge hier crashen lassen. Aber die verschwinden auch, glaube ich, eine Weile. So, jetzt kommt er erst und legt richtig los. So, zweimal blocken, rollen. So, hier wegfliegen. Und hier habe ich immer Probleme. Au. Heilen. Der Typ hat eine Reichweite, das glaubt er nicht. Und das möchte ich nicht haben. Und setzt auch noch das ein. Soll ich meine Musik an? Richtig geil, ne? Ah. So. Ich glaube, ich muss ihn anvisieren und ja, so, genauso. Danke, Donald. So, jetzt kommen. Auf ihn los. Der Typ bekommt immer mehr Schaden, je öfter man ihn angreift. Deswegen am Anfang tut man den voll wenig abziehen und dann irgendwann voll viel. Das ist gut. Verdammt, ich dachte, Donald wäre in der Nähe. Ah, und das war nicht gut. Bis jetzt läuft es noch. Der kann schwieriger sein. Der kann sehr viel schwieriger sein. Den Angriff kann man auch besser ausweichen eigentlich. Oh nein. Nein, ich bin... Wenn ich jetzt einen Fehler mache, bin ich tot. Ich werde einen Fehler machen, oder? Will ich verarschen? Ja. Weiß ja nicht, wodurch ich jetzt Schaden bekommen habe, aber okay. Na, lief so gut.
Ja, das war gut. Das war ehrlich gesagt ein guter Run. Aber naja, das wird nicht gut. Okay. Ja, das war der erste Versuch. Ich glaube nicht, dass ich so viele Versuche brauche, aber das Problem ist, der Typ kämpft jedes Mal anders. Jetzt hat er auf diese Kanone eingesetzt. Da will ich Kanone ein. Okay. So, ich kann dreimal so ein Kombo machen. Ich will die alle am besten machen. Und daneben möchte ich mich nicht treffen. Also ich mache lieber drei Bodenkombos. Lass mich nah nicht heran. Nein. Und ich bin tot, glaube ich. Ja, ich glaube, wenn man einer AP hat, ist man direkt tot bei dem Angriff. Aha. Ja, seht ihr? Vorhin habe ich 10 Minuten, so 6-7 Minuten ausgehalten. Jetzt nicht mal eine Minute. Das ist geil. Ah. Er kann ein sehr langer Part werden. Ich glaube, der wird bestimmt eine Stunde oder so. Oh Mann. Aber ist ein Neujahr, kann man sich ja mal gönnen. Ich meine, was gibt es Besseres als ein Neujahr dieses Video anzugucken? Oh Gott. Oh, jetzt setzt er zum ersten Mal den Angriff ein. Da kann man blocken. Lässt er sich treffen. Was zum Teufel? Warum hat er nicht so viel Schaden bekommen am Ende? Und wieder das, okay. Nee, reicht nicht. Jetzt hat er natürlich gewartet. Ja, ich muss immer da sein, wo er ist, um ihn anzugreifen. Wenn ich nicht nah genug dran bin, wenn er von seinen Angriffen aufhört, dann kriege ich Probleme. Und warum ziehe ich ihn jetzt nicht mehr so viel ab? Noch mal, okay. Weiß nicht, warum man jetzt so wenig Schaden bekommt. Muss sie alle aneinander ketten, glaube ich, ne? Dann erst klappt das. Ja, durchrollen am besten. Ja, wieder den Angriff. Stellen wir manchen in Frage, warum sein Schlüsselschwert sich in verdammtes fliegendes Motorrad verwandelt, aber ich ihn jetzt so wenig ab. So. Ich bekomme oft eine Chance, dich zu treffen. Finde ich sehr gut. Au, 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 au. Und hier bloß nichts drücken. Dann ist man so gut wie tot. Oh Gott. Ja, das habe ich kaum gesehen. Er so kurz vor einem anhält. Ja, wenn er das macht, dann der Angriff wurde blockiert. Nein. So, komm her. Und tschüss. Nein, das zählt sogar. Oh. Wenn man von dem Angriff getroffen wird und nicht am Boden ist, dann ein Problem. Komm her! Den Angriff kann man normalerweise auch blocken. Boah, ich glaube wie bei Semnes. Ablocken, dann trifft er ihn danach nicht mehr. So, jetzt nichts drücken, weil sonst ist man tot. So, jetzt wird wieder, jetzt fängt wieder lustige Teile an. Ich darf nicht vergessen, ich habe auch noch Elixiere. Sollte ich einsetzen, wenn es heftig wird. So, komm her. Ja, schon über die Hälfte verloren. Ja, hier ist einfach zweimal blocken, einmal den hier. Hier ist wegfliegen angesagt.
Ja, den Angriff, den kriege ich nicht hin. Also mich normalerweise hier zerstören. Ich lasse mich treffen, genau. So, das war ein guter Treffer, danke. Sieht schon wieder gut aus gerade. Ja, du wirst dich noch mal schauen und aua. Aber okay, war nicht so früh. So, wegrollen, wegfliegen. Jetzt wieder das. Okay, das war gut. Aua. Ich meinte nicht gut. So. Nein. Da kommt auch noch mit das. Wurde dann geblockt, Buggy, ne? Super. Nein, was mache ich hier? Hat sogar geklappt. Was ist das? Ich bin tot. Okay, jetzt habe ich auch was gedrückt. Weil er da jetzt, da war jetzt blöd, wenn die Kommandos gesperrt sind, ist das am allernervigsten. Das ist immer so die Sachen, die einen alle überrennen. Wenn da so eine blöde Kombi kommt, dass du dich nicht heilen kannst oder Items einsetzen kannst. Vor allem, ich kann mich auch wieder hier in die Antiform verwandeln. Also ja, Limitform kann mich retten, muss aber nicht. Die kann mich auch in die Antiform verwandeln, glaube ich. Was sehr doof ist. So, das war schon wieder sehr gut. Aber war nicht gewonnen. So, jetzt fängt er wieder damit an. Daneben. Aber ja. Nein. Das tut ja schon direkt die Dinge einsetzen, das ist nicht gut. Ich verschwinde auch leider nicht. Ja, wenn ich mich von dem Ding treffen lasse. Aber ich dachte, er hat sein Ding wieder eingesetzt. Ja, wir müssen jetzt die Dinger hier auftauchen. Der Zweinspringen ist auch nicht schlecht. Ja, man kann ihn nicht danach treffen, also. Oh, okay, gut. Setzt nicht seine Peitsche ein, setzt lieber die Dinger ein. Ich weiß nicht, was ich weniger mag. Die Dinger kann man auch irgendwie angreifen, wenn man so springt, aber ich treffe die irgendwie nicht mehr. Hi. Ah, und jetzt setzt seine Peitsche ein. Der Typ ist leider nur auf einen fixiert. Das ist doch jedes Organisationsmitglied auch, ne? Als ob die auf jemand anderen losgehen, wie Goofy oder Donald. Ja, ich weiß, wir werden sowieso so getroffen, aber. Ja. Ja, land mit mir am Boden. Gut. Komm her, noch ein paar Schläge. Wuff, wuff. Ausgezeichnet und weg hier. Müsstest du gleich in deine Dings wieder gehen, ne? Au. Ja. Man hätte dich noch treffen können. Komm her! Nein, verdammt. Der Kochblocker, ey. Ich muss gucken, wie ich diesen einen Angriff ausweiche. Ich glaube, ich roll da weg, lieber. Versuche zu rollen. Ja, geil, genauso. Bloß nichts drücken. Wer setzt hat noch mal ein? Was zum Teufel? Ja, wofür du sollst da vielleicht weggehen? Ja, ich vergesse es. Kann ich aus dem Rhythmus kommen hier die ganze Zeit. Okay, gut getroffen. Nein.
Aber ich meine, ihn auch mit dem Blitz zu treffen. Da kommt. Hab dich. Sehr gut. Oh, sehr gut, das war gut. Haben schon 4 Balken noch. Ich glaube, Refleger wäre eher gut gewesen, aber wie gesagt, ich bin kein Fan davon. Und das war zum Beispiel nicht gut. Oh, danke, Donald. Oh, ich wusste, da kommt. Oh, Magie. Ja, pff. Setzt das ein bisschen zu oft ein, finde ich. Au. Aber ich war sein ersten Mini ausgerechnet. Ah. Muss ja Elixier war gut platziert. Au. Das wirkt doch nicht, ey. Au. Das bloß keine Dinger wieder blocken, ey. Das ist das allernervigste von allen. Ich wollte Donald eigentlich wieder beleben, weil er kann sehr hilfreich sein eigentlich im Kampf. Hast du gemacht? Au. Ja, macht das, das kann ich ausweichen. Abblocken meine ich. Also fliegst wie so ein Betrunkener. Und den ja. Au, Sack. Ja, komm her. Schon so viel kann er nicht mehr. Au. Noch 2-mal, glaube ich. Dann ist es. Was halt noch 2-mal muss ich den seine Angriffe aushalten. Er muss eigentlich nur Angriffe aushalten und kontern. Also wie in den Databesitz. Oh, und jetzt kommt er wieder mit dem Scheiß. Und das auch noch. Ja. Pff. Nicht gut. Wenn man zu weit weg ist, dann teleportiert er sich zu einem. Das finde ich nicht gut. Ich kann keine Dings einsetzen. Danke. Komm her. Gott. Ich kann nicht mal das einsetzen. Will ich verarschen? Auf mit dem Scheiß. Der Limit vom weg hier. Wenn ich irre. Ah! Er ist jetzt blöd, jetzt ist wieder meine Magie weg. Und ich kann diesen blöden Angriff nicht ausweichen. Wenn ich Pech habe, verwandle ich mich. Ja, komm. Lass mich nicht angreifen. Komm. War immer noch nicht. Ah! Ja, super. Das wäre jetzt meine Chance gewesen. Nein! Hör auf damit! Nein! Boah! Ich bin tot, glaube ich. Boah, ist auch weg. Ich bin tot. Mache ich auch noch das hier falsch? Bin tot. Ja, war schön mit euch. Komm her. Das war's noch nicht. Du Sackgesicht. Komm her. Ich krieg noch. Oh mein Gott. Sport 3. Komm mit deinem blöden Bogen nicht mal an, bitte. Ja, komm mit das. Komm schon, der Bär ist ja jetzt. Ich glaube, das war's. Mmh, oh, tschüss.
25 Minuten, was? Oh mein Gott. Ich warte, wurde ich da gerade noch mal gerettet. Ich habe ihn angegriffen, ne? Oh Gott. Boah, ich bin nicht fort, wir den geschafft haben. Oh nee. Das ist sehr viel kürzer gewesen, als ich gedacht hätte. Und zweitens der Verbundenheit haben wir bekommen. Oh mein Gott. Und das war's. Haha. Wir haben eine goldene Krone, geil, ne? Aber wenn ich mich nicht irre, habe ich schon das Dingens gezeigt, ne? Das Ending. Aber das super geile End-Ending haben wir noch nicht gesehen. Das ist ein bisschen doof. Dann machen wir jetzt folgendermaßen. Es gibt ja einen Kinomodus in diesem Spiel. Und ich werde euch jetzt einfach im Kinomodus hier die Sequenz zeigen, die man, glaube ich, angezeigt bekommen würde, die volle davon. Und zwar gehen wir dazu zum Titelbildschirm. Ah, bin ich froh, weil da ist sozusagen der Trailer für das nächste Spiel, was hier auch Let's Played wird. Im nächsten Jahr aber. Boah, ich muss mich beeilen. Im Januar kommt schon das nächste Kingdom Hearts Spiel raus. Oh Gott. Schaffe ich noch nie im Leben. Oder Februar. Januar, ne? Verdammt. Schaffe ich noch nie im Leben so, weiß ich nicht, 28 Parts oder so. So. Gehen wir mal ins Kino. Und zwar haben wir, oder? Habe ich das noch nie freigeschaltet? Nein! Ja, okay. Dann eben nicht. Weiß nicht, muss man das Spiel noch mal durchspielen oder so, ich weiß es nicht. Egal. Ist auch egal. Vor allem die Hälfte der Szenen wird man im nächsten Spiel sowieso sehen. Oh, Spoiler. Gut, dann war's das schon mit dem Projekt. Ja. Schon. Der wievielte Part war jetzt? Der 90. irgendwie sowas, glaube ich. Ich glaube 89. ne? Ja, tut mir leid wegen der Cutscene jetzt. Weiß nicht, wie man die freischaltet. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, den Bosskampf nochmal zu spielen. Finalen Boss, aber weiter gesehen, so drei Soldaten waren da und ja, die hatten alle ein Schlüsselschwert. Die haben die Schlüsselschwerter von Rico, Sora und Mickey aufgehoben. Da war irgendeine Gestalt vom Weiten, die sich genähert hat, und um die herum waren ganz viele Schlüsselschwerter, so tausende Stück ungefähr. Und ja, würde sagen, das war's dann für dieses Projekt. Wenn euch das Projekt, der Part oder sonst irgendwas gefallen hat, dann könnt ihr einen Like, einen Kommentar oder ein Abo hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und wird den Kanal auch weiterhelfen. Ich sage das nicht zum Spaß, das würde es auch. Also macht es bitte. Und ja, immer noch verwundert, dass ich den Boss so schnell geschafft habe. 25 Minuten ist schon ein bisschen kurz gewesen, aber ja. Was soll's? Dann haben wir das eben ein bisschen schneller erledigt und ja, Bildschirm mit Schwarz, deswegen sage ich dann, damit war es das für dieses Projekt und sage Tschüss.